Oskar Lafontaine war bei Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic zu Gast. Also wer den Kanal Preradovic noch nicht kennt, hab dann einen neuen schönen Interviewkanal gefunden, auf dem jede Woche ein neues Interview erscheint. Dieses Mal, wie eben gerade schon gesagt, mit Oskar Lafontaine. Der Titel des Interviews ist Kiesewetter noch bei Sinn. Und ich gehe mal davon aus, dass es um Kiesewetters völlig irres Zitat geht, dass der Krieg nach Russland getragen werden müsse. Naja, ich will gar nicht lange drum rumreden. Lasst uns einfach anfangen. Sie kurz vor. Sie sind Diplomphysiker, Politiker, Publizist und Buchautor. Sie waren 1990 Kanzler. Hey, ich wusste bis eben gerade gar nicht, dass Lafontaine Physiker ist. Kandidat der SPD von 1995 bis 99 SPD-Vorsitzender. Sie merkt es wahrscheinlich, ich habe mir das Interview vorher noch nicht angesehen. Also auch für mich ist das hier jetzt komplett neu, was ich höre. 1998 wurden Sie Finanzminister im Kabinett Schröder, traten dann aber ein halbes Jahr später nach Streit um den inhaltlichen Kurs zurück, gaben Ihr Bundestagsmandat auf und den SPD-Vorsitz zurück. 2005 traten Sie dann aus der SPD aus, gründeten die Wahlalternative WASG, die zusammen mit der PDS 2007 zu Die Linke wurde. Dort waren Sie mit Gregor Gysi Fraktionsvorsitzender und mit Lothar Bisky Parteichef. Ab 2009 haben Sie sich schrittweise aus der Bundespolitik zurückgezogen und waren dann bis vorletztes Jahr Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Saarland. Im März 2022 sind Sie aus der Partei ausgetreten. Jetzt sind Sie in die Partei eingetreten, die Ihre Frau gegründet hat, das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW. Aber bevor wir dazu kommen, erst zu der aktuellen Situation, die sich ja im Grunde täglich hochschaukelt. Der CDU-Politiker Roderich Das war das Internet. Kiesewetter hat jetzt gesagt, der Krieg muss nach Russland getragen werden. Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Das ist eine steile Aussage. Was würde das bedeuten? Das würde tatsächlich bedeuten, dass der Krieg auch nach Deutschland getragen werden würde oder nach Europa. Insofern ist diese Aussage völlig verantwortungslos. Man muss sich allmählich fragen, ob dieser Mann noch bei Sinn ist. Ja. Alleine dadurch, dass wir ukrainische Soldaten ausbilden, sind wir völkerrechtlich gesehen Kriegspartei und die Ausbildungslager sind ein Angriffsziel. Also man kann nur von Glück reden, dass die russische Führung eben nicht so irre ist, wie es unsere Propaganda eben immer behauptet. Aber wenn Russland das wollte, dann könnte es uns jetzt schon angreifen, aber das macht Russland natürlich nicht, da Russland eben kein Interesse an einem Atomkrieg hat. Nicht. Ja, jetzt gilt er ja als überzeugter Transatlantiker. Glauben Sie, seine Aussagen spiegeln die amerikanische Politik wider oder die Wünsche der Amerikaner? Nein, das glaube ich nicht, denn die Amerikaner verhalten sich ja nicht so dumm wie die deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitiker und Außenpolitiker. Sie liefern Raketen etwa an die Ukraine, aber Raketen mit begrenzter Reichweite. Sie haben sich immer geweigert, Material zu liefern, mit dem also eben Russland, der Krieg nach Russland getragen werden kann. Das ist für mich bis jetzt eine Konstante der US-Politik. Umso verwunderlicher ist es ja, dass in Deutschland Politikerinnen und Politiker gibt und Journalisten, die so ahnungslos und unerfahren sind, dass sie so leichtfertig daherschwatzen, so als wüssten sie nichts von unserer Geschichte. Ja, ich habe ja generell den Eindruck, die verbale Kriegsspirale dreht sich immer weiter nach oben. Politiker aus ganz Europa inzwischen warnen vor einem Angriff Putins auf die NATO-Staaten. Ist das realistisch? Das ist unrealistisch, denn ich habe Putin bisher nicht als jemanden erlebt, der unkalkulierbare Risiken eingehen würde. Was würde es denn auch im Endergebnis bringen, wenn er andere Staaten angreifen würde, jetzt mal aus russischer Sicht? Insofern muss man eben die entscheidende Frage immer wieder stellen, wie kam es überhaupt zu diesem Krieg? Und der entscheidende Punkt wird ja gar nicht diskutiert. Russland möchte keine US-Raketen an seiner Grenze haben, die in 5 Minuten Moskau zerstören können. Jetzt ist Deutschland einer der Staaten, die die Ukraine enorm unterstützen, der größte Geber nach den USA und hat die Hilfen kürzlich von 4 auf 8 Milliarden verdoppelt. Die Franzosen sind da wesentlich geiziger, wie es die Tagesschau nennt. Warum gibt Deutschland so viel mehr als die anderen? Was glauben Sie? Geiziger, vernünftiger. Also warum sollte sich Frankreich immer tiefer in diesen Krieg involvieren? Es ist sowieso schon nicht in französischem Interesse, da überhaupt Waffen hinzuliefern. Aber
einen braven transatlantischen Bündnispartner spielen, ohne da jetzt zu tief reingezogen zu werden. Also trottet man mit, aber ich könnte darauf wetten, dass wenn andere europäische Länder sich diesem amerikanischen Kurs deutlich entgegenstellen würden, dass Frankreich dann nicht schreien würde, nein, wir wollen unbedingt weiter diesen Krieg in der Ukraine führen. Also Frankreich scheint den allgemeinen Trott, den fast alle Europäer gerade machen, mitzugehen, aber es ist nicht so ein eskalierendes Element wie die deutsche Regierung gerade. Weil die US-Politik sehr stark Einfluss nimmt auf die deutschen Entscheidungen. Man hat ja den Eindruck, dass der Bundeskanzler Scholz willfährig alle Vorgaben der USA erfüllt. Dieser Eindruck besteht ja spätestens seit der berühmten Pressekonferenz, in der Biden angekündigt hat, man würde die wichtigste Gasleitung Deutschlands zerstören, ohne dass der Kanzler irgendwie widersprochen hat. Und seitdem erleben wir ja, dass die Bundesregierung und auch die Opposition mit Herrn Merz an der Spitze so tut, als sei Deutschland eine Abteilung der USA, so gewissermaßen die Abteilung, die eben in noch stärkerer Form als die USA selbst Russland bekämpft und schwächt. Das ist alles überhaupt nicht nachvollziehbar. Es sieht so aus, als gäbe es kaum noch Leute in der deutschen Politik, die erkennen, was das deutsche Interesse ist. Das deutsche Interesse kann doch in keinem Fall sein, dass der Krieg zu uns kommt. Insofern muss alles unterlassen werden, was den Krieg zu uns bringt. Ja, wie sieht es denn mit der EU aus? Die EU unter Frau von der Leyen ist ja auch immer bereit, immer mehr Hilfen zu schicken, immer mehr aufzustocken. Mehr Hilfen, ich finde allein dieses Wort Hilfen schon zynisch. Also es wird natürlich immer verwendet und klar, es ist Geld, was an die ukrainische Regierung geht. Übrigens, 59% der Waffen laut der US-Regierung in der Ukraine, da hat das Pentagon keine Ahnung mehr, wo die sind. Die sind wohl irgendwo verschütt gegangen und treiben jetzt ihr Unwesen irgendwo auf dem Weltmarkt. Also wenn irgendwelche modernen US-Waffen bei Konflikten im Nahen Osten wieder auftauchen, dann ja, kann man jetzt, glaube ich, ahnen, woher die gekommen sind. Naja, aber dieses Wort Hilfen, also man schüttet da Geld in ein hochkorruptes System, das hilft in der Ukraine real niemandem, außer Selenskyj und seiner Clique. Und ja, die Ukraine, die blutet immer weiter aus. Der Großteil der ukrainischen Bevölkerung, der leidet darunter, dass der Westen dieses Land immer weiter in diesen sinnlosen Stellvertreterkrieg treibt. Also sinnlos aus Sicht der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung. Aus Sicht dieser korrupten Clique um Selenskyj, die sich da gerade selbst bereichert und die irgendwie ihre Macht aufrechterhalten muss. Aus deren Sicht ist es schon sinnvoll, den Krieg noch eine Weile weiterzuführen. Und aus Sicht der USA sowieso, da man hier den geostrategischen Konkurrenten Russland schwächen kann, ohne dass amerikanische Soldaten sterben müssen. Glauben Sie, das liegt vielleicht daran, dass Frau von der Leyen auch Deutsche ist? Na, auf jeden Fall ist sie ebenfalls eine Marionette der USA wie der Bundeskanzler. Das muss man ohne jede Einschränkung sagen. Sie hat ja alles getan, um die Vorgaben aus Washington zu erfüllen. Und da ist es tatsächlich, das war ja der zweite Teil Ihrer letzten Frage, wohltuend zu sehen, dass die Franzosen bei weitem nicht so dumm sind. Man muss das ja heute so sagen, so fahrlässig wie die Deutschen. Sie liefern ein Dreißigstel, wiederholt die Zahl, von dem an Waffen, was die Deutschen tun. Also dieses muss doch jedem zu denken geben. Und der Schlüssel ist, dass Macron richtigerweise gesagt hat, wir sollten uns nicht in Kriege hineinziehen lassen, die nicht unsere sind. Und er scheint auch so zu handeln, das muss man eben anerkennen. Denn dieser Krieg der USA gegen Russland in der Ukraine ist ja nicht unser Krieg. Aber es läuft immer nach demselben Muster ab. Die USA beginnen irgendwelche Kriege. Man denke an den Fall Orient, zerbomben und zerstören die Länder. Die Flüchtlinge kommen dann in Europa, müssen also dann in Europa von den Staaten aufgenommen werden. Und sie müssen auch für die Kosten aufkommen. Und die USA ziehen sich irgendwann, wenn es nicht mehr passt, zurück. Flüchtlinge fallen nun mal in der Region an, wo die Kriege herrschen. Und wenn in der Ukraine Krieg ist, dann flüchten die Flüchtlinge halt nach Russland oder nach Westeuropa. Und in Syrien beispielsweise, da haben wir in Europa ja nur einen Bruchteil der Flüchtlinge abbekommen, die da geflüchtet sind. Da sind, glaube ich, über 10 Millionen Menschen geflüchtet. Davon sind, glaube ich, nur 2 Millionen in die EU gekommen. Also da hätte es durchaus noch schlimmer laufen können. Oder in Afghanistan, wo seit Jahrzehnten Millionen Menschen auf der Flucht sind. Dort ist ja auch immer nur ein sehr kleiner Anteil nach Europa gekommen, was angesichts der Geografie auch völlig logisch ist.
Also wenn aus Afghanistan Menschen flüchten, dann nehmen da logischerweise Pakistan und der Iran die meisten Flüchtlinge auf, einfach weil das die dortigen Nachbarländer sind. Die USA, also man kann den USA hier schon sicherlich mit Recht unterstellen, dass sie Kriege nicht direkt an ihrer eigenen Grenze beginnen. Also warum haben die USA seit über 100 Jahren keinen Krieg mehr gegen Mexiko geführt? Naja, weil die Flüchtlinge dann wohl sehr wahrscheinlich in den USA landen würden. Also wenn sie Kriege allerdings in irgendwelchen fernen Ländern in Asien beginnen, dann haben sie selbst mit den Flüchtlingen kein sonderlich großes Problem. Dann können sich die Länder in der Region damit herumschlagen. Versuchen die Europäer möglichst in großem Umfang zu beteiligen an den Kriegskosten, also an den von ihnen geführten Kriegen zu beteiligen, was die Kosten angeht. Und die Dümmsten dabei sind dann, wie im Fall der Ukraine, die Deutschen. Aber warum eigentlich? Warum ist die Ampelregierung so dermaßen USA-hörig? Zunächst einmal muss man feststellen, dass dort niemand ist, der die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte hat, also irgendwie sich mit Außenpolitik oder Geopolitik beschäftigt hat. Das wäre eine Erklärung vielleicht. Insofern könnte auch ein Teil Ratlosigkeit dabei sein. Allerdings waren die Grünen schon seit den Zeiten des ehemaligen Außenministers Joschka Fischer die fünfte Kolonne der USA im Deutschen Bundestag. Das kann man ja an vielen Dingen beobachten. Sie sind immer am eifrigsten, wenn es darum geht, die US-Vorgaben zu erfüllen. Aber die SPD und die FDP, sie haben eine ganz andere Geschichte. Wenn man sich eben vorstellt, dass Willy Brandt einmal SPD-Vorsitzender war und der Kanzler der SPD war, der eben die Ost-Entspannungspolitik zu verantworten hatte und dafür gesorgt hat, dass eben keine Angst vor Krieg mehr war, dass nicht mehr über Aufrüstung gesprochen wurde, dass Deutschland mit dem Namen des Friedens verbunden wurde, dann ist es völlig unverständlich, wieso die SPD heute noch im Willy-Brandt-Haus logiert. Also der Name Brandt wird missbraucht von der SPD. Und was die FDP angeht, war Genscher ein Mann, der ebenfalls die deutschen Interessen vertreten hat und nicht wollte, dass eben Raketen auf beider Seiten der Grenze aufgestellt wurden, die eben den Atomkrieg auf Europa begrenzt hätten. Und damals wurde er in den USA angefeindet, aber heute ist auch die FDP, man nehme nur die Rüstungslobbyistin Strack Zimmermann, er willfährig dabei, US-Vorgaben zu erfüllen und eben überzuerfüllen, während die USA schlau genug sind, eben Russland nicht unnötig zu provozieren, meinen die Deutschen, sie müssten also vorbildlich sein und müssten also jede nur denkbare Provokation gegenüber Russland selbst in die Hand nehmen. Apropos Willy Brandt, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Sie gesagt haben, Brandt wäre heute auch ein Rechter. Ja, das Definitiv. ist ja klar, er wäre ja ein Russlandversteher und das heißt ja heute Putinversteher und das ist ja sowieso das, was man eben als rechts heute bezeichnet in dem Dialog in Deutschland, den man eben einfach vom intellektuellen Niveau nicht. Ich muss euch mal gleich was zeigen. Also da geht es auch um das intellektuelle Niveau des Diskurses in Deutschland. Also mittlerweile gilt ja wirklich alles als rechts. Und jetzt gar nicht mal bezogen auf Friedenspolitik. Also Russland zu fordern ist ja sowieso rechts. Frieden im Nahen Osten zu fordern ist ja wirklich extrem rechts. Also viel rechter geht es überhaupt nicht. Aber es ist mittlerweile auch rechts, die Sparpolitik von Christian Lindner zu kritisieren. Also wer das jetzt nicht glaubt, Christian Lindner will sich ja gerade unbedingt an die Schuldenbremse halten, er will unbedingt ganz viel Geld für Aufrüstung ausgeben. Ich meine, Bundeswehr-Sondervermögen ist ja zu 100% von der Schuldenbremse ausgenommen, aber alles andere, bei allem anderen, da muss gespart werden. Also deswegen gibt es auch nur so eine mickrige Kindergrundsicherung, die keinem real hilft. Deswegen werden die Steuern für große Teile der Bevölkerung angehoben, CO2-Steuer, LKW-Maut, Steuer auf Gastronomie, Steuer auf Gas und Fernwärme. Und ich habe hier bestimmt noch nicht alles aufgezählt, da gibt es ja noch mehr Steuern, die angehoben werden sollen. Aber und das zu kritisieren, also diese Kern-neoliberale oder rechte Finanzpolitik, nennt es wie ihr wollt, aber diese Politik, die eine kleine Elite reicher macht, die die Rüstungskonzerne reicher macht und die den Großteil der Bevölkerung verarmt, diese Politik zu kritisieren, gilt mittlerweile als rechts. Fabio De Masi hat nämlich jüngst geschrieben, es wird wirklich immer bekloppter,
und sobald man wieder die politische Arena betritt. Nachdem ich mich am Wochenende für die Forderung nach einer von Russland unabhängigen Autopsie von Nawalny als Handlanger Putins bezeichnet wurde, werde ich nun für die Feststellung kritisiert, dass die Finanzpolitik der Ampel und die Schwächen der deutschen Wirtschaft negative Auswirkungen auf Frankreich bzw. Europa habe, was ein ökonomischer No-Brainer ist angesichts der Verflechtung unserer Volkswirtschaften. Dies sei Rechtsspiele der AfD in die Hände, obwohl Kürzungspolitik nachweislich rechte Parteien stärkt und nicht die Kritik daran, oder sei gegen Herrn Habeck gerichtet, den ich mit keinem Wort erwähnte, was aber auch gerechtfertigt wäre. Also Robert Habeck kann man natürlich genauso für die völlig verfehlte Wirtschaftspolitik der Ampel kritisieren. Er ist zwar nicht Finanzminister, er ist aber Wirtschaftsminister und ist beispielsweise für die völlig verkorkste Energiepolitik und die Abwanderung der energieintensiven Industrie maßgeblich mitverantwortlich. Und auch er beschließt ja alles, was im Kabinett beschlossen wird, immer mit. Also das sind ja einhellige Beschlüsse im Kabinett. Wenn sich da ein Minister gegen aussprechen würde, dann würden diese Beschlüsse beispielsweise zur Kindergrundsicherung oder zum Wachstumschancengesetz, also zusätzlichen Steuersenkungen für Unternehmen, die fast dreimal so großen Umfang haben wie die Kindergrundsicherung, dann würden die ja nicht gefällt werden, wenn Habeck da nicht zustimmen würde. Einige sind hier wirklich nur noch in ihrem bekloppten Lagerdenken unterwegs. Man darf mich ja gerne kritisieren, aber bitte dann mit konkreten inhaltlichen Argumenten. Wann Kritik an Kürzungspolitik nun rechts ist, was ist dann eigentlich, wenn Kritik an Kürzungspolitik nun rechts ist, was ist dann eigentlich links? Ja, links gibt es nicht mehr, alles ist rechts. Also wirklich alles. Es sei denn, du sagst das, was Habeck sagt, dann bist du nicht mehr rechts. Aber sobald du irgendwas gegen die Grünen, die SPD oder auch gegen Lindner sagst, bist du leider rechts. Rechts ist alles, was die Regierung gerade nicht ist. Ja, wir leben nun, also wie hat die Partei schon vor 10 Jahren plakatiert, Inhalte überwinden. In so einer Zeit leben wir gerade. Ich wollte es euch nur mal gerade zeigen, weil Lafontaine diesen Punkt mit alles ist rechts hier gerade aufgegriffen hat und das wieder wirklich das neueste, schönste Beispiel für diese völlige Idiotie unseres Diskurses ist. Also wirklich alles ist rechts. Ihr braucht in einem irgendwie absurden identitätspolitischen Punkt eine Position haben, die vor 30 Jahren oder vor 5 Jahren wahrscheinlich noch jeder unterschrieben hätte. Ihr braucht sagen, ich finde Gendersprache nicht so gut, ihr seid rechts. Ihr braucht sagen, ich bin für Frieden, rechts. Ihr braucht sagen, ich finde neoliberale Kürzungspolitik nicht gut. Ich fände es besser, wenn der Staat mehr Geld ins Gesundheitssystem stecken würde, beispielsweise, oder mehr Geld ins Bildungssystem. Ihr seid rechts. Ihr braucht sagen, die Löhne sollen stärker steigen. Der Euro ist eine Fehlkonstruktion, das sorgt für Ungleichgewichte. Brauche ich jetzt nicht genau darauf eingehen, aber ja, auch dann seid ihr rechts. Also jede vernünftige ökonomische Analyse ist rechts. Alles ist rechts und... Ja, Fabio De Masi hat da in seinem Tweet ziemlich viel den Kopf geschüttelt, also jetzt im übertragenen Sinne, aber wir sollten auf solche Vorwürfe eigentlich gar nicht mehr groß reagieren mit, außer vielleicht, ja, okay, dann sind wir halt rechts, was nun, wo liegen wir inhaltlich falsch? Dann ist es jetzt halt rechts, Frieden zu fordern, mir doch egal, wo liegen wir jetzt inhaltlich falsch? Also eine andere Reaktion kann ich mir darauf nicht mehr vorstellen, denn dieses alles als rechts deklarieren, was gerade die Regierung kritisiert, das ist ja von der Regierung extra so verwendet, um jede Opposition zum Schweigen zu bringen. Ich mir nachvollziehen kann. Im Grunde genommen, um das Wort Putin verstehe, noch einmal aufzunehmen, wäre es ja die Verpflichtung jedes Politikers, Putin zu verstehen. Aber es geht ja nicht nur um Putin, das ist ja auch der Riesendummheiten. Der kann morgen tot sein, aber Russland bleibt. Und es ist im Interesse Deutschland, man muss nur auf die Landkarte zu blicken, mit diesem Land, mit den großen Ressourcen und den Rohstoffvorräten und so weiter gute Beziehungen zu haben. Jeder. Ja, Landkarten sind rechts, ökonomische Analysen sind rechts. Ich glaube, das muss man den blöden Leuten noch erklären. Der Deutschlandversteher ist, um in dieser dummen Sprache sich einmal auszudrücken, müsste sagen, wir brauchen, egal was passiert, gute Beziehungen zu Moskau. Die haben aber mittlerweile auch vergessen, dass Russland ein europäisches Land ist und dass Moskau eine europäische Stadt ist. Wenn sie reden über Europa, merkt man immer, dass sie nicht mehr an Russland und an Moskau denken. Nee, ganz sicher nicht. Und Russen sind auch keine Europäer mehr, wenn es danach geht. Ich glaube, ich habe Sie das letztens auch schon gefragt. Oh Gott, also wer es nicht weiß, worauf Milena Preradovic hier anspielt, sie spielt auf Florence Gaub, also diese, wie nenne ich sie jetzt, WEF-Vertreterin, häufiger mal bei Lanz eingeladen ist, an die gesagt hat, dass Russen ja kulturell kein Europäer seien, ein anderes Verhältnis zum Tod, ein anderes Verhältnis zu Gewalt hätten. Ja, vor 5 Jahren wäre das noch als Rassismus durchgegangen. Heute gelten solche Äußerungen als Verteidigung der freien Welt gegen die russische Barbarei.
Aber inzwischen ist die Kriegsrhetorik halt so weit fortgeschritten. Halten Sie einen großen Krieg für möglich mit dieser Ausgangslage? Ja, für möglich muss man ihn mittlerweile halten angesichts dem unsäglichen Geschwätz, das insbesondere in Deutschland jeden Tag zu sehen ist. Also dass dann darüber gefaselt wird, dass jetzt Putin dabei ist, Europa zu überfallen und anzugreifen und dass eben Putin jeden Tag dämonisiert wird und dass die simpelsten Dinge nicht mehr eingehalten werden. Ich denke an das Interview, das dankenswerter Tucker Carlson mit Putin geführt hat. Man kann ja gegen alles sein, was Putin sagt, man kann ihn auch absolut ablehnen. Aber wer als Politiker ein bisschen Verstand hat oder als Journalist ein bisschen Verstand hat, der muss doch dazu kommen. Ich höre mir mal genau. Verstand ist rechts. Und Audiator et altera pars, was Lafontaine jetzt wahrscheinlich anbringen wird, das ist auch rechts. Es ist leider alles rechts, hatten wir ja gerade eben besprochen. Schau an, was dieser Mann sagt. Und dann kann ich ja urteilen. Aber dass es eben etwa in der Tagesschau einen Kommentar gab, am besten ignorieren, zeigt eben, dass eben der deutsche Journalismus auf den Hund gekommen ist. Das ist ja alles intellektuell nur noch eine einzige Zumutung. Naja, man hatte auch den Eindruck, dass es Propaganda ist, weil es ja auch schon vor Bekanntgabe dieses Interviews, also bevor man es sehen konnte, wurde ja schon gesagt, man soll sich es nicht anschauen, so ungefähr. Machen deutsche Medien im Grunde jetzt Propaganda? Es ist ganz einfach. Tucker Carlson, der ist ein Verbündeter von Donald Trump, das ist ja, also Donald Trump ist jetzt kein Friedenspolitiker, das wäre zu viel gesagt. Er teilt diesen totalen moralisch aufgeladenen Imperialismus der beiden Administrationen nicht, sondern ist mehr ein Realist und will mehr das Bündnis mit Russland suchen, dagegen China. Also auch Donald Trump sieht China als Feind, aber eben aus realistischer Perspektive und nicht aus exzeptionalistischer Perspektive, wenn ich jetzt mal diesen Begriff verwenden kann. Das ist es relativ einfach. Tucker Carlson, also der gehört zum Lager von Donald Trump, das ist ein Feind. Wladimir Putin ist sowieso der Feind schlechthin, das ist ja der neue Hitler, also ein Feind redet mit einem Feind, also kann man das, was sie da miteinander reden, sowieso ignorieren. Einfache Logik. Also das ist ganz einfaches Lagerdenken. Hat wenig mit neutralem Journalismus zu tun, da könnte man jetzt fragen, wie realistisch dieses Ideal vom objektiven Journalisten überhaupt ist, inwieweit die Medien das überhaupt jemals vernünftig erfüllt haben. Denn das Ideal ist natürlich sehr schwierig zu erfüllen, da es in den Medien halt Interessen gibt, dass es da halt Netzwerke gibt, da jeder Mensch bestimmte Dinge hat, für die er einsteht, beziehungsweise die sich karrieretechnisch eher lohnen zu vertreten. Aber diese Logik, das ist einfach die Logik des Lagerdenkens. Und wir sollten die Medien hier auch als politischen Akteur auffassen, vor allem die öffentlich-rechtlichen und nicht als neutrale Journalisten. Das ist, glaube ich, ein Denkfehler, wenn wir so daran gehen. Propaganda für was auch immer? Ja, zumindest arbeiten sie nicht mehr nach simpelsten journalistischen Grundsätzen und dazu gehört ja nun mal Audiator semper et altera pars, also man soll immer auch die andere Seite gehören, das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt und deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, wohin sich diese Diskussion, die man wirklich eben so als Dumpfbacken-Diskussion bezeichnen muss, wohin die sich entwickelt hat. Wem es ja richtig gut geht, das ist die Rüstungsindustrie. Rheinmetall hat ein neues Börsenhoch erreicht. Glauben Sie, dass es hier auch um Geld oder vielleicht sogar vor allem um Geld geht? Das könnte man auf diese Frage nur antworten. Nee, aber das ist sehr interessant. Am Tag, als das Bundeswehr-Sondervermögen angekündigt wurde, das hatte ich damals, das war im April 2022, glaube ich, schon thematisiert, da ist der Börsenkurs von Rheinmetall wirklich in die Höhe geschossen, das glaubt man kaum. Also schon an diesem Tag, da haben die Börsianer antizipiert, das wird jetzt der neue große Wurf, Rüstungsaktien, die lohnen sich jetzt richtig. Und natürlich hatten sie mit dieser Vorahnung recht. Also es war schon relativ schnell klar, also das muss man den Börsen lassen. Man kann ja die Börsen für alles Mögliche kritisieren, man kann Spekulationen für alles Mögliche kritisieren, aber ein guter Frühindikator für bestimmte Entwicklungen sind sie ja schon. Klar, eine der Volksweisheiten, die eben jeden Tag bestätigt werden, ist, Geld regiert die Welt. Und dieser Krieg ist natürlich gesponsert oder auch vom Zaun gebrochen worden durch das Interesse der US-Rüstungsindustrie. Es ist ja so gewesen, dass als die NATO-Osterweiterung ins Stocken kam, dass in den USA ein Komitee gegründet wurde,
die NATO nach Osten weiter an die Grenzen Russlands heranzuschieben, also die US-Militäreinrichtungen an die Grenzen Russlands heranzuschieben. Und dieses Komitee wurde natürlich von der Rüstungsindustrie finanziert. Und der US-Präsident Eisenhower war ja wie ein Prophet, als er bei seiner Abschiedsrede davor warnte, dass die Rüstungsindustrie eines Tages die US-Politik dominieren würde. Heute ist das der Fall. Man kann ohne Verschwörungstheorien zu verbreiten sagen, der Kongress und das Repräsentantenhaus stehen unter dem starken Einfluss der Rüstungsindustrie, um nicht zu sagen, die Rüstungsindustrie bestimmt dort die Politik. Kommen wir zur Innenpolitik. Das Wichtigste für die Regierung, obwohl es ja jede Menge Probleme gibt, ist der Kampf gegen rechts. Das sagt sie selber. Wobei ich schon in diesem Zusammenhang auch interessant, jedes US-Ministerium sollte eigentlich, ich glaube schon seit den 90ern, so ein Audit zusammenstellen, wo gezeigt wurde, wofür wird genau Geld ausgegeben, finden sich die Vermögenswerte des US-Ministeriums. Das einzige Ministerium, was das bis heute nicht vernünftig hinbekommen hat, ist das Pentagon. Also das einzige US-Ministerium, was so entweder undurchsichtig oder korrupt ist und seine eigenen Finanzen nicht geordnet kriegt, ist das Pentagon. Also da kann man sich auch nur fragen, woran das liegt. Ich den Eindruck habe, dass es gegen jeden geht, der Kritik an der Ampel und an ihren Plänen hat. Mit dem Demokratiefördergesetz sollen NGOs, also Sorry, dass ich so häufig unterbreche, aber Demokratiefördergesetz, also wenn bei dem Wording nicht alle Alarmglocken schrillen, also dann weiß ich nicht. Organisationen noch mehr Geld bekommen, um Rechtshass. Also sorry, das erinnert an die Spätphase der Weimarer Republik. Also solche Verordnungen, die beispielsweise alle Grundrechte aufgehoben haben, die hießen dann Verordnung zum Schutz von Staat und vom Namen her zumindest mal eine gewisse Kontinuität in der deutschen Geschichte zu erkennen. Und Hetze zu bekämpfen. Innenministerin Faeser sagt, SPD-Frau, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Familienministerin Paus will die Meinungsfreiheit juristisch nachjustieren und so weiter. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Das ist bedauerlich, dass man eine solche Entwicklung in den letzten Jahren feststellen muss. Nehmen wir also nur Organisationen, publizistische Organisationen, die vom Staat finanziert werden, um andere zu bekämpfen. Das ist ja eigentlich, das kennt man nur aus Bananenrepubliken und aus Diktaturen. Ich denke jetzt etwa an LibMod. Das ist also eine Organisation, die von zwei grünen Politikern geleitet wird. Ein Ehepaar, das dann eben kräftig finanziert wird aus grünen Ministerien oder so. Ich sage wirklich, das erinnert an die Bananenrepublik mit dem Auftrag eben insbesondere alternative Medien zu bekämpfen, die vielleicht irgendetwas sagen, was nicht ganz in das Konzept eben der Regierung, der Regierungspolitik passt. Dabei wäre es eben wirklich eine vornehme Aufgabe, eine Regierung eben auch Kräfte zu unterstützen, die eher kritisch gegenüber eingestellt sind. Aber das ist wohl viel zu weit hergeholt. Also das ist eine sehr schlechte Entwicklung. Das heißt, zu unterstützen, das würde ja zumindest mal, es würde ja zumindest reichen, keine Thinktanks da aufzubauen, die eben das Regierungsnarrativ pushen. Kräfte, die einem nicht freundlich gesonnen sind, die zumindest nicht zu unterdrücken, die nicht zu zensieren. Also einfach die liberalen Grundfreiheiten, die wir haben, einfach aufrechtzuerhalten. Das würde ja schon reichen. Die Regierung muss das ja nicht mal aktiv unterstützen. Denn eine Regierung müsste eigentlich Wert darauf legen, dass ihre Politik kritisiert wird. Denn die Kritik führt ja dazu, dass man vielleicht die eigene Politik überdenkt und auch Fehler korrigiert. War das zu Ihrer aktiven Zeit noch so? Das war auf jeden Fall so, dass man reagiert hat auf die Kritik und dass man sagen musste, in keinem Fall sagen konnte, die Regierenden werden also von den Medien massiv unterstützt, was heute ja der Fall ist. Also nehmen wir jetzt doch mal diese großen Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus. Es ist ja gut, gegen den Rechtsextremismus zu demonstrieren, aber es wäre doch auch mal die Frage zu stellen, ja, warum haben wir diesen Rechtsextremismus? Und dann käme man auf die Politik, die diesen Rechtsextremismus verursacht hat. In der Regel war es immer ein Versagen in der Sozialpolitik, die zum Rechtsextremismus geführt haben. Das war schon in der Weimarer Republik so. Die
Zahlen sind ja bekannt. Und heute haben wir den beispielsweise den großen Niedriglohnsektor, der eben dazu führt, dass viele Menschen Lebensbedingungen haben. Das sind 6 bis 8 Millionen plus Familien, die eben dazu führen, dass sie am Monatsende ihre Rechnung nicht bezahlen können. Oder nehmen wir eben die Hälfte der 20 Millionen Rentner, die zu niedrige Renten hat, die eben dazu führen, dass der Lebensabend doch sehr ärmlich geworden ist. Und diese Entwicklung führen dann dazu, wenn die Betroffenen sagen, ja, wir werden ja gar nicht mehr vertreten, dass eben rechte Parteien gestärkt werden. Das war in der Vergangenheit so und das ist heute wieder so. Insofern bräuchten wir große Demonstrationen gegen eben zu niedrige Löhne, gegen zu niedrige Renten, gegen zu niedrige soziale Leistungen und gegen den sehr stark gewordenen Militarismus in Deutschland, der eben sich auch in den Regierungs... Ihr habt es ja gerade, ich hatte euch den Tweet von Fabio De Masi ja schon gezeigt, ich brauche den jetzt nicht nochmal einblenden. Ihr habt es ja gesehen, Kritik an so einer Sparpolitik, die das Sozialsystem zerstört, mittlerweile auch schon rechts. Also selbst eine Politik, die wahrscheinlich dazu führen würde, dass die Menschen weniger radikale Parteien wählen, einfach weil sie es, weil sie gar nicht auf der Suche nach Alternativen sein müssen, weil einfach eine vernünftige Politik gemacht wird. Ja, so eine Politik ist schon rechts. Also wenn man sowieso alles als rechts deklariert, was soll den Menschen da noch übrig bleiben, als rechts zu wählen? Parteien ausgebreitet hat und bei der Opposition, wenn man den Militarismus als rechte Domäne begreift, dann muss man sagen, im Bundestag dominiert seit langem die Rechte. Schön gesagt, ja. Ja, wir haben Demos gegen rechts, die auch von Verbänden und Gewerkschaften und auch teilweise von Regierungsparteien in den Ländern und Kommunen mitorganisiert werden oder sogar ganz organisiert werden. Dieser ganze Kampf gegen rechts, inklusive Demos, hat ja vor allem nach diesem Korrektivartikel über das Treffen von Potsdam an Fahrt aufgenommen. Nun wurde bekannt, dass dieses angeblich unabhängige Rechercheportal in den letzten 10 Jahren mehr als 2,5 Millionen Euro Steuergelder bekommen hat und sich in den letzten 4 Jahren 11 Mal mit Regierungsvertretern getroffen hat. Die Geschäftsführerin von Korrektiv traf nur 8 Tage vor dem Potsdamer Treffen auf den Bundeskanzler, laut Korrektiv spontan am Rande einer Konferenz. Können Sie verstehen, dass da viele eine konzertierte Aktion vermuten? Ja, selbstverständlich. Man brauchte ja auch diesen... Ja, selbstverständlich. Das ist mal eine klare... Dafür mag ich Lafontaine auch, dass er so klar antwortet und da nicht ausweicht. Ich meine, natürlich alle, die das Interview sehen, sofort Verschwörungstheorie schreien, aber natürlich, das schreit nach einer konzertierten Aktion. Was soll das denn sonst gewesen sein? Vor allem das Wording, diese komplett übertriebene mediale Aufmachung, dass... Das hat ja, also das ist ja jenseits von Gut und Böse, was wir da gesehen haben. Das wurde ja auch aus dem Umfeld des Bündnisses Sahra Wagenknecht deutlich kritisiert, wie da gegen die AfD gehetzt wurde. Man sollte die AfD die Position kritisieren, die sie hat und ihr nicht irgendwelche Positionen unterstellen, die sie eben nicht hat. Naja, auch wenn es schon komisch ist, dass, ja, auch wenn dieses ganze Treffen schon etwas seltsam ist, wenn sich da AfD und CDU-Politiker mit irgendwelchen österreichischen Aktivisten treffen, um da, ja, irgendwelche komischen Pläne zu besprechen, was ja alles noch gar nicht spruchreif ist. Also Korrektiv hat da ja zuerst berichtet, dass über Deportation geredet wurde. Mittlerweile ist ja von Deportation keine Rede mehr, sondern nur noch von Remigration. Da sagen ja alle AfD-Politiker, nein, es gehe doch hier nur um illegale Migranten. Und das ist, ja, das ist alles ziemlich seltsam und wir hören uns gleich auch noch weiter an, was Lafontaine dazu sagen hat. Aber zwischendurch wollte ich euch hier mal was zeigen, was ich sehr interessant finde. Die Spender von Korrektiv. Wartet, ich hatte das nicht vorher rausgesucht, da ich das Interview, wie gesagt, vorher nicht gesehen hatte, aber hier haben wir es. Die Luminate Foundation, die Schöpflin-Stiftung, die Landeshauptkasse NRW, die Mercator-Stiftung, die ist auch überall damit dabei, die finanziert auch die DGAP, die RAG-Stiftung, Google, also das Großkapital kann man sagen, The Sunrise Project, die Adesium Foundation, der JX-Fund GmbH, und die Zeitstiftung und das und die European Climate Foundation. Interessant.
Seit ihrem Bestehen erhielt Korrektiv außerdem Geld von folgenden weiteren Institutionen: Rudolf-Augstein-Stiftung, Open Societies Foundation, Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsche Telekom, ein Unternehmen, was teilweise in Staatsbesitz ist, der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Die ist von Jan Philipp Remsma. Ist schön, dass Wikipedia das alles so anzeigt. Also normalerweise sind Wikipedia-Artikel ja häufig zu nichts zu gebrauchen, aber dass sie hier die Spender zumindest mal auflisten, das ist zumindest, ja, das ist gut, dass sie das auflisten. Da weiß man nämlich, wer hinter Korrektiv steht. Ja, und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, das ist überhaupt nicht besorgniserregend, wenn eine Landesmedienanstalt ein Korrektiv spendet. Facebook und die Cassiopeia Foundation. Also hier seht ihr Facebook, Google, das US-amerikanische Großkapital, die Stiftung von diesem Jan Philipp Remsma, dann Mercator Stiftung, noch andere, also deutsches Großkapital. Also ihr habt ja alles mit dabei. Ihr habt ja wirklich alles mit dabei. Ja, ihr habt, also das sind die Spender von Korrektiv, der Staat und das Großkapital, also Oligarchen und die Regierung. Also würde Korrektiv aus Russland kommen, würde man das Propagandamedium nennen. Aber da Korrektiv nicht aus Russland kommt, sondern aus Deutschland und nicht von russischen, sondern von US-amerikanischen, deutschen Oligarchen finanziert wird, nennt man das unabhängiges Recherchenetzwerk. Ja. Diese Recherche nicht, um das zu wissen, was angeblich bei der Recherche herausgekommen ist, wenn man jetzt einmal die Reizwörter von Vertreibung und so weiter weglässt, die ja gar nicht gefallen sind. Das ist ja alles bekannt, das steht ja in den Texten der AfD. Und wenn man eben die AfD bekämpfen will, muss man also solche Recherchen überhaupt nicht haben. Das weiß man ja. Die AfD hat einen rechtsextremistischen Flügel. Die Symbolfigur ist Herr Höcke, dessen Thesen zu dieser Obwohl ich auch mit diesem Wort rechtsextremistisch eher vorsichtig wäre. Also wenn man das hat, wie gesagt, da muss man sich auf konkrete Zitate beziehen, da muss man sagen, was man meint. Ich würde ja auch niemanden extrem bezeichnen, wenn ich nicht weiß, dass er wirklich linksextrem ist. Also ich würde Worte wirklich nur dann verwenden, wenn ich mir sicher wäre, dass sie auch gerechtfertigt sind. Ansonsten schadet man sich nur selbst, wenn man es nicht gut belegen kann. Wie gesagt, bei Höcke, also wir werden Volksteile verlieren beispielsweise, da gibt es einige Äußerungen, die ich auf jeden Fall nicht unterschreiben würde, aber die muss man dann auch parat haben. Denn ich weiß nicht, ob Preradovic gleich nachfragen wird, wie Lafontaine das meint. Rückführung der Migrantinnen und Migranten sind ja seit langem bekannt, die kann man ja nachlesen. Insofern sage ich noch einmal, es ist ja gut, wenn man gegen Rechtsextremismus auf dem Hintergrund unserer Geschichte demonstriert und wenn man eben versucht, eben das Aufkommen rechtsextremistischer Parteien zu schwächen oder zu verhindern. Aber es geht um die Ursachen. Man muss sich in der Sache auseinandersetzen. Und wenn man eben zu dem Ergebnis kommt, wie ich, dass eben die Rentenpolitik, die Lohnpolitik, die Sozialpolitik und natürlich auch der zunehmende Militarismus dem Rechten, dem Rechtsextremismus den Boden bereitet, ja, dann muss man gegen diese Politik demonstrieren. Und dann ist es eben ein Treppenwitz, wenn eben der Kanzler und die Außenministerin bei solchen Demonstrationen mitlaufen. Sie demonstrieren gegen sich selbst. Was ja auch im Raum steht, ist ein Verbot der AfD. Macht das Sinn, um sie zu bekämpfen? Ja, das ist ein sicheres Mittel, diese ganze Diskussion um die AfD immer weiter zu stärken. Denn die Menschen, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, das sind ja eben fast 20% der Wählerschaft, die AfD zu wählen und erleben, dass eben nicht reagiert wird auf diesen Protest, sondern dass eben man einfach dann daran arbeiten will, die AfD zu verbieten. Die werden also nicht aufgrund dieser Diskussion dazu kommen, ihre Meinungen aufzugeben, sondern die werden eher sich bestätigt fühlen. Insofern ist das nichts als eine Riesendummheit, diese Diskussion. Und es ist gut, dass das Verfassungsgericht hohe Hürden aufgebaut hat, die Gesetzgebung, und dass viele sich noch an das NPD-Verbot erinnern. Da saßen die Leute vom Verfassungsschutz im Vorstand. Also das Ganze ist ja wirklich eben auch nicht mehr nachvollziehbar. Vielleicht wäre es mal gut, ein Gesetz zu erlassen, dass eben der Verfassungsschutz verbietet, sich in Vorständen oder ich würde da noch radikaler sein, Verfassungsschutz abschaffen. Der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz. Er schützt die Interessen der Regierung, er ist ein unsfeindlich gesonnener Akteur. Und AfD-Verbot hat Lafontaine natürlich völlig recht. Das ist absoluter Schwachsinn, diese Diskussion. Also mal abgesehen davon, dass das wohl keinen Erfolg hätte, da es da eben zu Recht hohe Hürden gibt.
Und diese Hürden bei der AfD nicht im Mindesten erfüllt sind. Ich meine, das muss man ja mal ganz klar sagen. Also selbst wenn es da einige Funktionäre gibt, die einige komische Sachen gesagt haben mögen, so ist die Partei in Gänze doch nicht verfassungsfeindlich. Also das ist ja vollends absurd. Und selbst der Flügel, der mal etwas, also wo einige mal etwas radikalere Äußerungen getätigt haben, auch die sind nicht verfassungsfeindlich. Und man braucht nicht mal, also eine verfassungsfeindliche Haltung reicht nicht aus, um verboten zu werden. Eine Partei muss eine aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber der Verfassung haben. Also sie muss nicht nur abstrakt sagen, wir mögen die Verfassung nicht, wir fänden es schön, wenn die weg wäre, sondern sie muss konkrete Schritte vorhaben zu unternehmen. Und es muss auch hinreichend wahrscheinlich sein, dass sie die unternimmt, damit die Verfassung auch wirklich abgeschafft wird. Und das ist bei der AfD nun überhaupt nicht gegeben. Also wie gesagt, nicht mal eine verfassungsfeindliche Haltung würde ich da erkennen, aber eine aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber der Verfassung sehe ich da noch viel weniger. Also das ist völliger Nonsens, diese Diskussion. Es ist eine Diskussion, die ja gemäßigte Wähler davon abschrecken soll, die AfD zu wählen. Es geht auch um die AfD klein zu machen und es geht im zweiten Schritt darum, alle oppositionellen Kräfte, einschließlich des BSW, in die Nähe der AfD zu rücken. Und bei diesem Spiel dürfen wir schon im ersten Schritt nicht mitmachen. Also schon diese völlig absurde Verbotsdiskussion müssen wir abwehren. Also schon da müssen wir sagen, völliger Schwachsinn, damit wollen wir nichts zu tun haben. Nicht erst im zweiten Schritt, wenn wir dann in die Nähe der AfD gerückt werden. Das kann man im Zweifel immer relativ schnell tun. Sondern wir sollten schon gleich sagen, nein, wir wollen nicht, dass die AfD verboten wird. Die ist auch nicht verfassungsfeindlich. Völliger Schwachsinn. Die Regierung versucht hier, die Opposition klein zu machen. Und wenn die Regierung Proteste gegen die Opposition organisieren lässt, dann müssen wir das auch ganz klar kritisieren. Und auch das hat Lafontaine ja vorhin ganz deutlich gemacht. Also bisher, wir sind jetzt bei Hälfte, gutes Interview, würde ich sagen. Gutes Interview, was Lafontaine hier gibt. Organisationen von Parteien einzurichten. Das gibt es ja auch in keinem anderen Land, außer in Österreich, glaube ich, wo das nur möglich ist. Aber in jedem anderen Land ist das nicht möglich. Insofern sollte man vielleicht hier mal nachdenken. Auf jeden Fall diese ganze Verbotsdiskussion ist für mich einfach nur eine Riesentorheit, wenn man ernsthaft das Erstarken des Rechtsextremismus bekämpfen will. Kommen wir zur neuen Partei BSW. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist für viele ja noch die große Unbekannte. Ich habe gelesen, die einen sehen es als verlängerten Arm Putins, das Thema hatten wir schon, andere als Mehrheitsbeschaffer für SPD und Grüne und gelenkte Opposition. Wie sehen Sie die Rolle des BSW? Ja, bei gelenkt. Hey, das ist eine gute Frage. Also sie fasste diese zwei Extrempositionen, das sind ja jetzt keine Strohmänner, die sie bringt, sondern das sind ja wirklich die zwei Extrempositionen, die von den anderen Lagern gekommen sind. Die Vorfeld haben gesagt, ja, BSW, das ist, die wollen, oder aus dem CDU-Vorfeld sogar, also Julian Reichelt hat das sogar behauptet, also jemand, der die CDU ganz gut findet, ja, das BSW, das will doch mit den Grünen koalieren. Ja, und also könnte man jetzt als Gegenfrage stellen, mit wem will die AfD koalieren, mit der CDU? Also die den ganzen Unsinn, den die Grünen auch wollen, genauso will. Die wirklich jeden Unsinn in jedem politischen Bereich, einschließlich der aggressiven Kriegstreiberei gegenüber Russland, zu 100% mitgetragen hat und wo teils einige Figuren noch aggressiver aufgetreten sind, wie Kiesewetter oder Röttgen. In der Opposition muss ich natürlich nur lachen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich ständig gelähmt worden bin von irgendwelchen Regierungen. Was weiß ich alles. Das ist natürlich dummes Zeug. Wenn man versucht eben, einmal versucht man, das BSW in die Nähe der AfD zu rücken, aber da muss man sich ja nur ein bisschen mit der Sache beschäftigen. Die meisten sind zu faul oder zu bequem oder unfähig, das zu tun. Da weiß man, dass das völlig absurd ist. Die Überschneidungen der Regierungsparteien und der CDU mit der AfD sind ungleich größer als die Überschneidung etwa des BSW, wo man allenfalls sagen kann, dass es eine Überschneidung in dem Punkt gibt, dass man gute Beziehungen zu Russland für richtig hält. Aber was die niedrigen Löhne angeht, niedrige Renten, niedrige soziale Leistungen, sind sich alle einig im Bundestag, also Riesenüberschneidungen. Und wenn es darum geht, auch den Rüstungsetat auszuweiten, gibt es eine Übereinstimmung mit. Aber bevor wir jetzt zur Rüstungspolitik kommen, sehr guter Punkt von Lafontaine. Die AfD steht für die gleiche Wirtschaftspolitik wie die Altparteien. Darum hat die AfD beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro abgelehnt. Da hat Gerrit Huy im Bundestag eine Rede gehalten, wo sie dagegen laut polemisiert hat. Habe ich damals auch darauf reagiert. Also wirklich guter Punkt. AfD und den Regierungsparteien und der Opposition und auch die Unterstützung der Regierung Netanjahus oder ihrer Politik, in der ja eine eigene Bekundung auch Faschisten sitzen, der Regierung Netanjahus. Und die Kriegsverbrechen in Israel werden eben
von allen Bundestagsparteien, einschließlich der AfD, unterstützt. Also hier gibt es riesige und große Überschneidungen, die aber im deutschen Dialog völlig ausgeblendet werden. Jetzt gibt es in Deutschland 3 Landtagswahlen dieses Jahr. Wer wäre denn natürlicher Koalitionspartner des BSW? Natürlicher in dem Sinne fällt mir bei dem, was ich vorher analysiert habe. Ja, eben. Aber es ist natürlich so, dass in den Ländern eben andere Bedingungen herrschen. Da wird ja jetzt zunächst einmal nicht über all die Fragen entschieden, von denen ich jetzt gesprochen habe, allenfalls eben im Bundesrat bei einzelnen Fragen. Aber letztendlich gibt es eine klare Marschrichtung, die ich auch aufgrund meiner jahrzehntelangen Praxis sagen kann. Man beteiligt sich dann an der Regierung, wenn man etwas Entscheidendes für die Wählerinnen und Wähler bewirken kann. Sonst nicht. Gute Aussage. Also man versucht beispielsweise, wenn jetzt in Sachsen CDU und AfD und BSW in den Landtag kommen, so sind ja tatsächlich die Umfragen gerade in Sachsen, dass es nur 3 Parteien sind, die da in den Landtag kommen. Dann sollte das BSW versuchen, CDU und AfD strategisch günstig gegeneinander auszuspielen, so gut es halt geht. Wenn CDU und AfD dann zusammen koalieren in Sachsen, dann kann das BSW halt auch nichts machen, dann ist das halt so. Aber man sollte versuchen, so viel vom eigenen Programm durchzukriegen wie irgend möglich. Sei es, indem man eine Minderheitsregierung toleriert oder sie selber anführt. Also wie man es letztlich auch immer macht, man sollte wirklich versuchen, große Teile seines Programms durchzukriegen. Und da gehören große Investitionsprogramme auf Länderebene, die Länder sind ja für Bildungspolitik zuständig, in die Schulen vor allem. Also das ist, glaube ich, das wichtigste Thema, was man auf Länderebene angehen kann. Ja, aber wenn Sie so wenig Gemeinsamkeiten haben, also ich meine, die Brandmauer zur AfD macht das BSW schon mit. Ich will, also um die erste Frage zu beantworten, dann komme ich zur zweiten. Die erste Frage ist, kann man etwas verändern? Ich nehme mal den Mindestlohn, ich habe ihn ja mehrfach angesprochen. Jetzt haben Grüne und SPD gesagt, ja, die Forderungen, die also Leute wie ich schon lange vertreten, man bräuchte jetzt mindestens einen Mindestlohn von 14 Euro, wurde jetzt auch beschlossen nach langem Zögern, aber da kann man sie ja dann testen. Dasselbe gilt eben auch für SPD wurde schon getestet, die Gewerkschaften, also da ist Lafontaine, glaube ich, nicht richtig informiert, da müsste vielleicht mal wer der Führungs Ich weiß jetzt nicht, ob er es damals nicht mitbekommen hat, aber die SPD, die hat damals die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Es war die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, die eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Wenn ein SPD-Politiker also jetzt sagt, auch ein Mindestlohn von 14 Euro, der wäre schon gut, dann lügt er. Wenn er sagt, die SPD fordert einen Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro, dann ist das eine Lüge. Jeder SPD-Politiker, der sowas in Interviews fordert, der lügt euch ins Gesicht. Das muss euch immer klar sein. Also die SPD hat eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert. Sie hat zusammen mit den Arbeitgebern in der Mindestlohnkommission gegen die Gewerkschaften gestimmt. Das war wirklich die SPD-Vertreterin Christiane Schönefeld, die da die entscheidende Stimme hatte. Und die hat das verhindert. Das ist in der öffentlichen Diskussion leider nicht groß angekommen, weil die Medien eben fast nicht darüber berichtet haben. Jacobin hatte, glaube ich, einen Artikel dazu, aber sonst hat fast keiner berichtet. Das war wirklich traurig. Also es zeigt mal wieder, wie viel sich Medien für Wirtschaftspolitik interessieren. Erst recht, wenn die SPD mal wieder ihre eigenen Wähler verarscht. Also die Forderung von Klingbeil, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen, die war dann überall. Also die SPD verhindert das zuerst und ein paar Wochen später fordert sie dann diese Erhöhung, die sie selber verhindert hat. Also das ist Endlevel-Heuchelei. Und wenn die Medien mal ein bisschen darüber berichten würden, dann wäre das den Wählern auch klar, dass sie da von vorne bis hinten verarscht werden. Aber es wird nicht darüber berichtet. Also deswegen erwähne ich das auch fast in jedem Stream, wo es um das Thema geht. Einfach weil das so ein vollkommen dreister Betrug am Wähler ist, was die SPD da veranstaltet hat. Also das müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Ich glaube, Sommer 2023 verhindert sie die Erhöhung und im Herbst fordert Klingbeil dann plötzlich, dass diese Erhöhung, die gerade eben verhindert wurde, kommen soll. Also für wie viel dümmer kann man die Wähler noch verkaufen? Aber es funktioniert halt, weil die Medien nicht darüber berichten. Bemerkungen, die teilweise da oder dort zu lesen sind, was die Rentengesetzgebung angeht, jetzt immer auf Bundesebene, das kann man ja dann testen. Und wenn es darum geht, eben die notwendigen Mittel bereitzustellen, dann muss man eben zusammen dafür eintreten, dass dieser Wahnsinn, Milliarden fürs Militär zu verpulvern und für Kriege, die letztendlich, ich denke an die Ukraine oder auch an den Krieg im Gazastreifen nur dazu führen, dass viele, viele Menschen sterben und leiden müssen. Wenn man also diese verpulverten Milliarden eben einsetzt für bessere Renten beispielsweise oder auch
für bessere Schulen, um ein wichtiges Thema einmal anzusprechen, dann ist man bei der Landespolitik, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Naja, aber alle großen Parteien sehen das ja anders. Alle großen Parteien und alle etablierten Parteien sind im Grunde zu einem großen Bündnis zusammengekommen, sind für die Aufrüstung, sind für die Milliarden sowohl in den Krieg als auch in die eigene Rüstungsindustrie als auch in die Bundeswehr. Da Ja, können sie doch gar nicht zusammenkommen. das ist richtig. Das wird sich aber nicht mehr lange halten. Man merkt ja allmählich, dass sie eben an die Wand laufen. Also die ganzen Erklärungen zu Beginn des Ukraine-Krieges, man wolle siegen und man würde also die Russen zurückdrängen und man würde also so lange kämpfen unter Führung der USA, bis Russland niemals wieder einen solchen Krieg führen kann und so weiter. Sie weichen ja allmählich der Realität und im Geheimen diskutiert man ja schon, wie man da rauskommt aus dieser Falle. Insofern gehe ich davon aus, dass diese Politik auf Dauer nicht durchzuhalten ist, denn die Bevölkerung wird nicht mitmachen, wird es nicht weiter mitmachen, dass die Ja, man könnte es auch noch deutlicher sagen, solange die Parteien versuchen, diese Politik gegen die Realität durchzuhalten, also Habeck hat ja gesagt, man sei umzingelt von Realität, das Zitat, solange die Parteien das versuchen, solange sind sie unsere Gegner. Solange müssen wir versuchen, SPD und Grüne zu marginalisieren. Solange müssen wir versuchen, Wähler davon zu überzeugen, dass diese Parteien absolut die falsche Wahl sind und sie BSW wählen sollten. Also solange sollte man mit diesen Parteien auch nicht koalieren, sondern aggressiv Stimmung gegen sie machen. Und Wagenknecht hat ja völlig zu Recht auch eine Koalition mit den Grünen schon grundsätzlich ausgeschlossen. Und Lafontaine hat es gerade noch mal gesagt, solange die Parteien auf diesem Kriegskurs sind, solange sie an der aktuellen Wirtschaftspolitik festhalten wollen, solange ist eine Zusammenarbeit halt ausgeschlossen, einfach weil es inhaltlich keine Gemeinsamkeiten gibt. Das könnte man jetzt auch konsequent weiter sagen und sagen, okay, wenn die Parteien diese Politik machen, dann muss es unser Ziel sein, sie zu zerstören. Dann muss es unser Ziel sein, ihre Wählerschaft zu übernehmen. Wichtigsten Infos. Also man könnte auch sagen, wir setzen nicht auf eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen, sondern wir setzen auf die Implosion von SPD und Grünen. Strukturmaßnahmen nicht in Angriff genommen werden. Denken wir nur mal an die marode Bahn oder an den fehlenden Wohnungsbau, wird immer weiter eben Geld, Milliarden ausgegeben werden, um die Ukraine zu zerstören und um dazu mit dem Ergebnis, dass viele Menschen ihr Leben verlieren. Das ist ja der helle Wahnsinn, der jeden Tag zu greifen ist. Nochmal die Frage von vorhin. Die Brandmauer zur AfD macht das BSW mit, oder? Mit den anderen Parteien? Es gibt eben einfach keine Überschneidung. Auf diesen Punkt muss man zurückführen. Denken Sie dran, ich nehme jetzt mal Frau Weidel als... Das heißt Brandmauer, da könnte man jetzt, brauche ich mal gar nicht so laubieren, da könnte man sagen, wenn die AfD einen vernünftigen Antrag in den Bundestag einbringt, dann stimmen wir da halt zu. Keine Ahnung, wenn sie sagt, wir wollen Volksabstimmung auf Bundesebene, dann stimmen wir selbstverständlich zu. Wenn die AfD sagt, wir wollen Mindestlohn noch weiter absenken oder abschaffen oder so, dann stimmt man da natürlich dagegen, ganz einfach. Und Koalitionen, die sind aufgrund, also darauf bezieht sich Lafontaine jetzt wahrscheinlich, die sind aufgrund der geringen inhaltlichen Überschneidungen ausgeschlossen. Als Person, sie ist Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Die Hayek-Gesellschaft ist eben eine, also ist es gewesen, ich glaube vor kurzem ist sie ausgeschieden, wahrscheinlich auch auf Druck von der Hayek-Gesellschaft. Aber ist eine Gesellschaft, die eben den Neoliberalismus als Wirtschaftsphilosophie hat. Und das ist das Gegenteil von dem bei Renten, bei Löhnen, bei sozialen Leistungen, was wir wollen. Das geht, passt eben dann nicht zusammen. Also ich weiß nicht, mit den anderen Parteien haben Sie auch nicht so wahnsinnig viele Überschneidungen. Ne? Das ist richtig, aber ich will noch einmal darauf hinweisen, dass man konsequent sein muss. Das ist ja eben, wie ich weiß, ein großes Problem. Man hat mir oft die Frage gestellt, ja, du hast jetzt schon die dritte Partei, in der du bist. Wie ist denn das mit deiner Konsequenz? Dann sage ich, ich bin immer in derselben Partei geblieben. Das ist die Sozialdemokratie Willy Brandts. Eckpunkte Friedens- und Entspannungspolitik und auskömmliche Sozialpolitik. Und da haben Sie recht. Keine der Bundestagsparteien, aber eben auch die AfD, nicht vertreten diese Position. Und deshalb muss man eben jetzt darauf setzen, dass eben mit dem Erstarken auch des BSW hier ein Korrekturfaktor in der deutschen Politik kommt, die bisher gefehlt hat. Und insofern bin ich da durchaus zuversichtlich, dass dann, wenn die Wählerinnen und Wähler mitmachen und wenn sie eben die BSW stärken, dass es dann zu einer Veränderung der deutschen Politik kommt. Ich formuliere das bewusst so bescheiden, aber ich kann ja auf 50 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Aber eine Gemeinsamkeit haben Sie vielleicht doch mit der AfD. Danke an den Finanzier des Hype-Trains von eben gerade. Was auch immer ein Hype-Train sein mag.
Die möchte auch wieder, sagen wir mal, um die Wirtschaft zu stärken, günstiges Gas aus Russland. Sie würde gerne den Krieg beenden. Sie tritt auch für Verhandlungen mit Putin ein. Also auf dieser Basis? Das ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, wenn die AfD Positionen vertritt, die ich für richtig halte. Ich nehme die Entspannungspolitik oder in Bezug aufs Gas aus Russland. Schon seit Jahrzehnten vertrete ich das. Dann sage ich ja nicht jetzt, oh, das ist falsch, die AfD vertritt das auch. Ja, aber was natürlich passieren kann, das ist eine Koalition von allen, von links bis rechts, um die AfD draußen zu halten. Joachim Gauck hat schon im Dezember für Sachsen eine Koalition aus SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und Wagenknecht gegen die AfD gefordert. Da stelle ich mir das Regieren einigermaßen schwierig vor. Das ist richtig, das wird ja auch diskutiert, aber es ist doch ein Ziel, das auf den ersten Blick gar nicht nachvollziehbar ist, wenn es heißt, wir wollen die AfD draußen halten. Man muss das immer auf die Sache zurückführen. Ja? Und da muss man eben sagen, dass bestimmte politische Inhalte nicht mitgetragen werden. Ich habe jetzt eine ganze Reihe aufgezählt, ich will sie nicht alle wiederholen. Und insofern ist das ja auch ein Problem eben der im Bundestag vertretenen Parteien, dass sie eben zum Beispiel in der Frage der Wirtschafts- und Sozialpolitik eben nicht realisieren, dass sie eine ähnliche Politik machen wie die AfD und deswegen die Schwierigkeiten kommen. Wir haben diese Schwierigkeiten nicht. Noch eins haben Sie gemeinsam, also BSW und AfD, Sie wurden beide bei der Münchner Sicherheitskonferenz ausgeschlossen. Die AfD wird zum ersten Mal ausgeschlossen unter dem neuen Chef Holsken der Sicherheitskonferenz. Sie als neue Partei auch ausgeschlossen, zusammen auch mit der Werteunion. Wie wird das im BSW diskutiert? Wie sehen Sie das? Das hat eher Heiterkeit ausgelöst, weil wir eben diesen Verein nicht als seriös ansehen. Das ist ja eher ein Club der Rüstungslobbyisten oder so. Da sind wir also nicht so scharf drauf, beteiligt zu werden. Aber was wir bedauern, ist, dass zum Beispiel dort keine Vertreter Russlands sind. Wenn man wirklich Frieden will, dann muss man eben die andere Seite einladen. Insofern zeigt sich auch hier, dass dort Leute sich versammeln, die mit dem dümmlichen Argument, man wolle den anderen keine Bühne bieten, nicht erkennen, was notwendig ist, um überhaupt Frieden zu finden. Frieden findet man nur, wenn man mit dem Feind in Anführungszeichen ins Gespräch kommt. Das hat also die Geschichte jetzt über Jahrtausende gezeigt. Vielleicht merken das auch irgendwann mal die großen Organisatoren der Sicherheitskonferenz in München. Es geht in Deutschland um viele Themen, ein paar haben wir jetzt schon abgearbeitet, aber eins der wichtigsten wird eher weniger erwähnt, die Wirtschaft. Sehr viele große Unternehmen bereiten ihren Abgang vor, bauen im Ausland schon Werke, kündigen die Entlassung von Zigtausenden an, auch in ihrem Stammland, dem eh schon gebeutelten Saarland. Wie würden Sie das stoppen oder wie muss man das jetzt stoppen? Ja, das ist ja ein großes Thema und da gibt es eben zwei Komponenten, die jetzt nicht ausreichend gestärkt werden. Einmal, bei einer Industrienation ist ein Energiepreis eine Schlüsselgröße. Man kann sagen, wenn der Energiepreis wettbewerbsfähig ist, dann hat die Industrienation eine ordentliche Basis. Ist überhaupt nicht der Fall, weil eben und wirklich, da muss man sagen, unsere Regierungen zu dumm sind, unterstützt auch vom Journalismus in großen Teilen, um also Simples zu machen, was zu machen wäre, nämlich billige Energie einzukaufen. Wir leben ja von russischer Energie, das wird immer wieder auch bestritten, aber auf vielen Umwegen kommt sie zu uns nur viel, viel teurer. Also so viel Dummheit muss man erst einmal finden, um sie dann auch ins Werk umzusetzen. Ich verstehe das bis zum heutigen Tag nicht. Das Zweite, jede Industrienation braucht eine solide Infrastruktur. Und wenn man jahrelang die Infrastruktur vernachlässigt hat, dann darf man sich nicht wundern, dass man im Wettbewerb zurückfällt. Und da ist eben das Thema Schuldenbremse ein großes Thema. Ich habe schon in mehreren Diskussionen darauf hingewiesen, dass keine andere größere Industrienationen einen solchen Unsinn beschlossen hat, Schuldenbremse. Wir sollen zu der alten Regel zurückkehren. Investitionen können über Schulden finanziert werden. Und die zweite Regel ist, wenn die Wirtschaft runtergeht, muss der Staat Gas geben. Das heißt, die Investitionen verstärken. Das wären mal zwei wichtige Maßnahmen, die ich ergreifen würde. Und dann kommt noch die Nachfrageseite. Da habe ich etwas zu Niedriglohn und Renten gesagt. Auch die Nachfrageseite darf man nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt hat der Habeck-Einflüsterer, so nenne ich ihn mal, Patrick Reichen, vor seinem Rausschmiss wegen Vetternwirtschaft auf den Einwurf, dass sehr viele Unternehmen das Land verlassen, gesagt, dann sollen sie halt gehen.
Da fragt man sich schon, ob diese Ampel aufgrund ihrer Ideale und Weltklimaziele mutwillig die Industrienation Deutschland zerstören will. Ja, bei dem einen oder anderen kann man das wirklich oder darf man das vermuten. Aber ich würde einmal sagen, selbst bei den führenden Leuten würde ich das mal nicht unterstellen. Wie gesagt, bei dem einen oder anderen würde ich das vermuten. Es ist einfach auch Unfähigkeit, die darin besteht, dass man nicht erkennt, was die Grundbedingungen also soliden Wirtschaftsschaffens sind. Dann wüsste man eben, dass die Energiepreise eine Schlüsselgröße sind und wüsste also, dass man alles tun muss, damit wir nicht im Vergleich zu USA das Dreifache oder Vierfache bezahlen. Das kann nicht gut gehen, weil dann natürlich deutsche Betriebe abwandern, beispielsweise in den USA, was ja auch geschieht, oder Investitionen werden dort vorgenommen und nicht mehr bei uns. Genau, bleiben wir in den USA. Da gibt es kurz vor der Wahl die große Diskussion, ob Joe Biden noch in der Lage ist, eine weitere Präsidentschaft durchzustehen, vor allem geistig. Ich meine, es gibt sehr viele Videos, die das anzweifeln lassen. Wie schauen Sie auf den Wahlkampf in den USA, was da gerade passiert? Ja, mit gemischten Gefühlen, denn es ist ja nicht zu übersehen, das ist auch keine Gehässigkeit, dass Herr Biden enorme Schwierigkeiten hat mit Erinnerungsvermögen oder so. Jetzt könnte man wieder Witze machen und denken und sagen, in Deutschland haben wir ja auch einen Mann an der Spitze, der Schwierigkeiten hat mit dem Erinnerungsvermögen. Aber da haben Sie ja Herrn De Masio, der das jetzt aufklären will, der dem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge helfen möchte. Ja. Aber es ist ja auch so, dass Trump natürlich auch ein problematischer Mann ist, um das einmal so zu sagen. Er ist so wirklich auch keine Lichtgestalt. Aber eigentlich könnte man ihm danken. Wow. Denn, also alleine in Venezuela ist Trump für gerade mal 2 Putschversuche verantwortlich. Das ist eine ordentliche Quote. Also das sind in dem einen Land 4 Jahren, wie George W. Bush in 8 Jahren geschafft hat. Er hat durch seine Erklärung zur NATO mal wieder 2 Dinge zustande gebracht. Einmal fangen die Europäer nachzudenken, ob sie nicht eine eigene Sicherheitspolitik machen müssten, Verteidigungspolitik, und sich nicht immer nur abhängig machen von der USA. Leute wie ich, die predigen das schon Jahrzehnte, weil die simpelste der simpelste politische Ansatz müsste doch der sein, zu erkennen, dass kein US-Präsident Washington oder San Francisco oder New York aufs Spiel setzen würde, wenn etwa die Russen Berlin zerstören oder Paris zerstören. Das würde kein US-Präsident tun. Er würde also die interkontinentalen Nuklearraketen nicht einsetzen. Das ist eine Diskussion, die führen wir seit Jahrzehnten. Aber offensichtlich ist es schwer, diese einfache Überlegung überhaupt einmal der Geltung zu bringen. Und dann habe ich nur noch schmunzeln müssen, als der ehemalige Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodge, kürzlich sagte, ja, der Trump, der muss endlich verstehen, wir sind gar nicht in Deutschland, um die Deutschen zu beschützen, sondern wegen unserer Interessen im Vorderen Orient und in Afrika. Also sie brauchen die Militärbasen in Europa natürlich für ihre Interventionskriege überall in der Welt. Es ist ja gut, dass das ein US-General mal ausgesprochen hat. Aber der dumme deutsche Michel, soweit er eben Verteidigungspolitiker und Außenpolitiker ist, will diese Selbstverständlichkeiten nicht begreifen. Also im Grunde sagen Sie auch, dass der NATO-Verteidigungsfall gar nicht eintreten würde, wenn die USA nichts aufs Spiel setzen möchten. Es ist eine uralte Diskussion, dass natürlich damals die beiden Supermächte USA und UdSSR, wenn es denn wirklich einmal so weit käme, den Atomkrieg auf Europa begrenzen würden. Man muss ja nur auf die Landkarte gucken, dass das Gründe hat. Und Leute wie Brandt und Genscher, weil sie vorhin schon mal angesprochen haben, haben das gesehen und alles getan, um das zu vermeiden. Auch Helmut Schmidt hat das immer gesehen und versucht, dagegen anzugehen. Aber die heutige Politikergeneration scheint das nicht mehr zu sehen. Ich habe also nur Selbstverständlichkeiten wiederholt. Und Donald Trump hat also mit seiner Drohung, er würde also dann die Europa nicht verteidigen, hat er also die Diskussion wieder etwas beflügelt. Im Übrigen warte ich noch auf den ersten europäischen Staatsmann, der dem Trump mal vorrechnet, dass eigentlich er uns viele Milliarden schuldet, weil wir Europäer, vor allem die Deutschen, die Kosten für die Flüchtlinge übernehmen, die eben nach Europa kommen, weil die USA reihum überall die Länder zerstören und Bombenkriege führen. Und für diese Kosten, für diese hohen Milliardenbeträge, müssten die USA sich einmal beteiligen. Diese Rechnung müsste man den USA einmal präsentieren. Leider gibt es keinen europäischen Staatsmann, der den Mut hat, das zu tun.
Aber wenn Sie sagen, man braucht eine eigene europäische Verteidigungspolitik, dann heißt das doch auch, Europa muss aufrüsten. Das heißt, diese Militärausgaben. Nein, wir brauchen friedliche Beziehungen zu Russland und dann können wir abrüsten. Also gegen wen sollen wir uns denn verteidigen? Die Arabische Liga morgen früh eine Invasionsarmee an die europäischen Mittelmeerküsten entsenden. Und auch Staaten, die nicht zur EU gehören, wie die Schweiz oder Liechtenstein, werden nicht morgen früh den großen Eroberungskrieg beginnen. Also das heißt, wenn wir gute Beziehungen mit Russland haben, wenn da Frieden herrscht, gibt es auch keine reale Bedrohung, gegen die wir aufrüsten müssen. Die Sie vorhin kritisiert haben, die müssten dann ja doch sein. Die müssen nicht sein, denn wir haben ja längst auch in Europa höhere Militärausgaben als Russland. Man muss sich ja nur die SIPRI-Statistiken ansehen. Aber es gibt noch einen besseren Weg, den hat Willy Brandt vorgezeigt. Die Ostenentspannungspolitik, die ist ja noch viel, viel billiger und viel sicherer. In der Zeit der Ostenentspannungspolitik, also in der Zeit Brandt und Gorbatschow, wurden solch wahnsinnige Diskussionen, wie sie heute geführt werden, nicht geführt und solche Ängste bestanden auch nicht, dass eines Tages eben mal versehentlich eine Atomrakete nach Deutschland fliegt. Solche Ängste bestanden damals nicht. Und deshalb sollte man diesen erprobten Weg wieder gehen und endlich dieses vergiftete Diskussion des Militarismus in Deutschland beenden. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Lafontaine, für Ihre Einschätzungen zu den wichtigen. Ja, das war eine gute Diskussion, würde ich sagen, um nochmal auf den einen Einwand aus dem Chat einzugehen. Ja, das BSW sollte erst regieren, wenn es, also wurde gerade im Chat geschrieben, wenn es der stärkste Koalitionspartner ist. Also anders lässt sich realistisch betrachtet kein Politikwechsel in Deutschland hinkriegen. Solange kann man als Opposition die Regierung vor sich hertreiben. Eine Zusammenarbeit mit irgendeiner der Parteien, das haben wir jetzt gut genug rausgearbeitet, ist nach aktuellem Stand völlig ausgeschlossen. Also solche kriegstreiberischen Parteien wie SPD, Grüne, FDP und CDU, die eignen sich überhaupt nicht zur Zusammenarbeit. Mit der AfD will man gerade auch nicht zusammenarbeiten, auch weil deren Wirtschaftspolitik ziemlich in die falsche Richtung geht und auch weil die AfD das selber ausgeschlossen hat. Also das wissen viele auch noch nicht. Alice Weidel hat eine Zusammenarbeit zwischen AfD und BSW ausgeschlossen, ein Jahr bevor das BSW gegründet wurde. Also die AfD will mit dem BSW auch nicht zusammenarbeiten. Das war schon lange vor Gründung der Partei klar. Lange bevor irgendwie klar war, welche Leute sich daran beteiligen werden. Also die einzige Kandidatin, die wirklich klar war, war Sahra Wagenknecht. Beziehungsweise bevor klar war, dass es diese Partei geben würde, hat die AfD schon gesagt, nee, wir wollen keine Zusammenarbeit. Also das war von Seiten der AfD schon völlig ausgemachte Sache, dass die mit dem BSW niemals wird zusammenarbeiten wollen. Und deswegen ist eine Koalition, wie gesagt, bei der AfD beruht es auf Gegenseitigkeit mit der AfD und mit den Grünen nach aktuellem Stand vollkommen ausgeschlossen. Das hat Wagenknecht zumindest so als Linie vorgegeben. Und eine Koalition mit allen anderen Parteien ist ja auch so gut wie ausgeschlossen, da es da halt keine inhaltlichen Übereinstimmungen gibt. Ich nehme mal an, da werden auch noch konkretere Aussagen von Sahra Wagenknecht kommen. Oskar Lafontaine, der da jetzt zwar ihr Ehemann ist, aber in der Partei keine Funktion inne hat, der kann da jetzt schlecht sagen, wo es strategisch lang geht. Er kann die grundsätzlichen Linien nachzeichnen, aber die wichtigsten Entscheidungen, die werden ja nicht von ihm getroffen. Deswegen hat er in manchen Fragen vielleicht auch nicht so konkret geantwortet. Aber insgesamt war es ein gutes Interview. Ich finde es gut, dass Oskar Lafontaine bei alternativen Medien zu Gast ist. Das muss ich hier mal ganz deutlich sagen. Er war ja auch zuletzt bei Daniele Ganser. Das war ein sehr gutes Gespräch. Jetzt ist er hier bei Milena Preradovic. Kanal Punkt Preradovic hat auch schon fast 150.000 Klicks, das Interview. Das ist sehr, sehr gut. Das, ja, da sollten sich andere BSW-Vertreter mal eine Scheibe dran abschneiden. Also, Sevim Dadelen habe ich zuletzt auch sogar in englischsprachigen Medien gesehen. Da hat sie gesagt, dass Deutschland ein US-Vasallenstaat war. Das ist auch ein interessantes Interview gegeben. Aber sonst würde ich auch die anderen BSW-Vertreter gerne häufiger in alternativen Medien auftreten sehen. Was wir auch noch brauchen, sind wahrscheinlich mehr linke Kanäle aus dem BSW-Vorfeld, die mehr offensiv Werbung für die Partei machen. Also die AfD hat ja viele von solchen Kanälen, da braucht es beim BSW auch noch, ja, mehr Leute wie uns hier, die ein bisschen Werbung für die Partei machen. Sonst hat man gegenüber Parteien wie der AfD, die da eben sehr stark drin sind, einen großen Nachteil. Es bräuchte beispielsweise mehr Shorts-Kanäle, die aus so einem Interview hier Shorts ziehen und die dann veröffentlichen. Oder die aus ja, Videos von linken Kanälen so Shorts ziehen und die dann bei YouTube Shorts, bei TikTok oder bei Instagram veröffentlichen. Also wenn ihr da Tipps über Technik oder so braucht oder
so einen Kanal gegründet habt, dann schreibt mich gerne mal an. Das ist wäre sicherlich interessant zu erfahren, wie viel es da gibt. Also ich meine, es gibt schon einige linke Shorts-Kanäle, kann ich auch noch einen empfehlen. Sebastian Flacker ist der, aber viel mehr ist mir da ehrlich gesagt nicht bekannt. Also es gibt relativ viele rechte Kanäle oder parteiunabhängige Kanäle, aber die offen das BSW unterstützen, da gibt es tatsächlich gar nicht mal so viele. Aber Sebastian Flück, ja, ihr habt es ja gesehen, der hatte Sarah Wagenknecht relativ häufig dabei, der macht das auch relativ gut. Also seine Shorts haben, wie ihr hier seht, 2 Millionen, 1 Million Aufrufe, die am besten laufen. Also damit könnt ihr auch ordentlich Klicks bekommen, wenn ihr das auch macht. Also wie gesagt, es ist jetzt ein Aufruf an alle, die ein bisschen Zeit haben und das BSW unterstützen wollen. Naja.